Servus, moin moin und hallo bei einer weiteren Folge Let's Play Mini Metro. Jo, heute geht's weiter mit Hongkong. Es geht wieder nach Asien. Wir kommen in die Metropole Hongkong. Die Metro Hongkongs muss einem rasanten Bevölkerungswachstum standhalten. Rasantes Bevölkerungswachstum klingt ein bisschen verrückt. Das sind anstrengend vor allem auch. Aber schauen wir doch mal, was das wird. 3, 6, 7 Linien insgesamt. Wir haben wieder normale Loks. Tunnel haben wir 4 von Anfang an. Ja, man sieht auch hier sehr viel Wasser. Hier Wasser, hier Wasser, hier Wasser. Überall Wasser. Da bin ich mal gespannt. Okay, es geht ja irgendwie schon lustig los. Haben wir schon mal 3 Brücken verballert zu Beginn. Wir haben erst ein Dreieck, aber gut. Schauen wir doch mal. Ah ja, hier, sieh, das ist schon mal gut, wenn wir jetzt hier ein Dreieck haben. Jo. Gucken wir doch den Speed ein bisschen an. Jo. Das wäre eigentlich auch was für Rot, da hätten wir schon mal 2 Dreiecke drauf. Es wird zu spitz eigentlich, aber... Haben wir noch eine zweite Lok auf die rote Linie, dann läuft es schon. Okay, spawnen schon auffällig viele Symbole in der ersten Woche, oder? Boah, was ist denn das? Nur auf so einer kleinen Kackinsel hier ein Symbol, aber gut. Oh, man bekommt 2 Loks tatsächlich. Nehmen wir Tunnel oder eine Linie. Ich glaube, fast Tunnel sind wichtig bei so viel Wasser. Nehmen wir lieber die 2 Tunnel. Das ist natürlich wieder mal nicht so ganz geil. Ich komme gar nicht hinterher, so schnell kommen hier die Punkte. Was ist denn das jetzt? Hi! Shit. Also, okay, spawn innerhalb kürzester Zeit einfach mal 3, 6, 7 Symbole. Ich glaube, Hongkong wird ein bisschen crazy, wenn ich mir das anschaue. So, ich habe jetzt aktuell bloß 3 Linien. Ja, gut. Wenn ich jetzt das so mache, sollte ich wieder viel zu lange die Strecke, für das, dass so viel zum Krankenhaus wollen. Aktuell auf Rot noch eine zweite zum Krankenhaus. Vielleicht ein bisschen Entlastung sorgen. Schauen wir doch mal. Ich denke mal, bei der Stadt muss ich ziemlich oft das Spiel anhalten und pausieren, weil dann einfach so viele Symbole neu dazukommen, die durchgehen. Da muss man halt einfach viel mehr korrigieren und nachbessern, um dieses rasante Bevölkerungswachstum gegenhalten zu können. Jetzt geht's. Hier ein Sondersymbol. Hier und hier. Okay. Ich habe auf Rot 2 Bahnen. Und die haben jetzt schon Probleme. Ist das Ihr Ernst? Und schon wieder auf so einer Insel was. Ey. Muss das sein? 2 Loks, Waggon oder Linie. Ja, nehmen wir einen Waggon. Frage ist, wer bekommt den?
So, Blau bekommt natürlich eine zweite Lok. So, und wir wollen jetzt die rote Linie noch eingeben. Ja, Grün braucht auch einen zweiten. Hä, es gibt jetzt schon massive Probleme. Wieso? Wieder auf einer Insel was. Aber wieso hat es jetzt hier gerade... Okay, weil wir haben halt nur ein Viereck aktuell und die wollen alle hier zum Viereck, aber... Wie viele Symbole innerhalb kürzester Zeit wiederkommen? Und dann wieder hier mit einer Insel und so, ist es doch... Das ist nix, Leute. Das ist nix. Das ist nix. Müsste mir auch mal jemand sagen, wie ich das mit drei Linien stemmen soll, so viel zu verbinden und dann auch mit den ganzen Inseln. So sind es halt zwei, die ich brauche. Ich würde das halt gerne umgehen und sagen, ich will hier nur einen hin. Ach komm ey, was ist denn das? Komplett abgefahren. Ich habe nur drei, es geht einfach nicht. Ich habe nur drei Linien, Freunde. Und wieso habe ich jetzt keine Brücke? Da hat es gerade ewig viel abgerissen. Wo sind meine ganzen Brücken? Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Brücken. Ich habe doch hier noch mehr. Nee. Okay. Ich bin jetzt schon nach 200 Passagieren hart am struggeln. Weil ich nicht weiß, wie ich mit drei Linien da oben auch noch verbinden soll. So, dass halt irgendwie noch läuft, das Ganze. Ja, es ist schon klar, dass jetzt hier rot-blau mehr braucht. Muss ich einfach warten bis Sonntag, das geht nicht anders da oben. Ich habe jetzt eine neue Linie, sonst ist eh vorbei. Zwei Loks, neue Linie. Ja, cool. So. Das ist schon mal innen ganz gut jetzt. Dass hier Dreieck, Kreis, Kreis, Dreieck, Kreis ist. Ich überlege mal, ob ich das hier irgendwie besser regeln kann. Es sind halt zwei Linien, aber mit den ganzen kleinen Inseln brauche ich sonst viel zu viele Brücken. Auch hier, das eigentlich ist das ja natürlich ein kompletter Schwachsinn, wenn ich es nicht so, gell? Rot. Blau hat ja auch ein Sondersymbol, was fatal ist, dass die echt dann so lang ist. Aber den kann ich ja nicht darüber bauen. Grünen. Es sei denn, wir bauen den hier weg, blau ganz weg, also nicht ganz weg, aber so, den darüber, also das ist die Ultralinie mit nur Kreisen und Dreiecken, beziehungsweise hier halt, mir fehlt halt hier schon das naheliegende Dreieck für die da hier unten, wir müssen bis darüber, wird zu Verstopfungen führen. Aber die haben ja zumindest keine Sondersymbole drauf. So. Jetzt hat Blau zumindest einen kürzeren Weg für dieses Sondersymbol. Das ist, glaube ich, ganz gut. Rot hat... Ja, geht eigentlich. Rot liegt auf dem Kreis, den könnten wir sich eigentlich sparen. Den nimmt der Blaue mit.
Nein, weg. Gehst direkt zu dem. Jo, so läuft es schon. Du bekommst definitiv gleich mal den zweiten, weil du riesig lang bist. Blau habe ich jetzt 3 Bahnen drauf, das ist natürlich zu viel. Rot hat 2 und 2 Sondersymbole, bekommt Rot noch einen Anhänger, um dann die Sondersymbole bis darüber immer zum Schiffen zu können. Also Blau mit 2 reicht definitiv, da haben wir nicht so viel zum Transportieren. Ja, die Strike von mir aus. Wo hatte ich Strike Struggle beim Orangenen? Ah, dann kommt halt eine Station mehr oder weniger früher. Wobei, nochmal neuer Plan, um das ein bisschen entspannter zu machen. Ja, jetzt muss ich einfach öfter pausieren. Bei so einer Map. Jetzt ändere ich wahrscheinlich was und dann spawnen gleich wieder neue Symbole, dann ist der ganze Plan wieder im Arsch. Das 3 können wir uns eigentlich sparen, das macht gar keinen Sinn. Da sieht man hier Dreieck, 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 nur Dreiecke, die alle dahin wollen. Ist doch eigentlich machbar. Ist ja nicht so die weite Distanz. Oder soll ich den dahin fahren lassen? Aber, oh, nee. Das passt schon so. Also blau, 2 Bahnen müssen einfach reichen. Rot, 1 mit 2 mit Anhänger. Grün hat auch 2, sollte auch. Gut, Grün hat nicht mehr Sondersymbole. Was haben wir halt hier wieder? Nehme ich die jetzt mit. Das machen wir einfach so. Okay, Orange. Ist halt einfach überladen. Man hat hier wirklich das Dreiecksproblem. Aber ich habe hier kein Dreieck. Also was soll ich machen? Wo ich jetzt hier mache, oder hier ist mir jetzt auch nicht so ausschlaggebend. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, dass die orange Linie mit 3 Loks einfach komplett überfordert ist? Okay, ist wirklich komplette Eskalation schon angesagt. Jetzt gleich zu Beginn. Nach 400 Passagieren. Okay, das Vierk da ist ja ganz nett, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Vierk da jetzt großartig anfangen soll. Sie sind halt so nah beieinander, die. Ja, also ganz klar, orange Linie funktioniert unter aktuellen Umständen nicht. Gut, neue Linie. Nehmen wir eine Linie oder eine Lok? Ja, Paco, meine ich, Linie nehmen wir. Dann kann nicht die Orange zurückgebaut werden. Grün entlastet und kann neue geplant werden. Wen könnte Grün unterstützen? Hier haben wir bei Rot 1, 2, 3, 4 Symbole und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Ich könnte halt die komplette rote Linie durch Grün ersetzen. Also die rote wirklich nur einfach versucht Sondersymbole. Weil wir haben ja hier auch ein Sondersymbol. Das wollten wir nicht. Rot macht jetzt den hier grün, kann da runter, hier hoch, rüber, rüber, runter. Können wir den noch anbinden.
Okay, es ist grün schon lang. Aber ich glaube schon ganz gut so. Orange ist jetzt viel. Orange macht er jetzt auch nicht mehr so. Ja, komm, schauen wir mal, was mehr rauskommt. Ups. Also Orange ist jetzt komplett entlastet, da reichen wieder zwei. Jetzt haben wir gerade größere Probleme. Gut, Rot. Jetzt haben wir eigentlich relativ kurze Bahnen, bis auf Blau und Grün. Also Grün wird definitiv Verstärkung brauchen. Oh, der Kreis da. Pink. Wie viel sind, oder rosa? Rosa. Ist es wirklich dein Ernst, dass du mit vier Kreisen schon überfordert bist da unten? Come on. Okay, kurz nochmal anhalten, bevor es wieder aus dem Ruder läuft. Okay. Okay. Es gibt schon wieder leichte Eskalationen. Ich weiß nicht, wieso diese Bahn jetzt wirklich komplett eskaliert mit Viereck und Dreiecken. Das ist doch wirklich ein weiter Weg daher. Rot ist doch jetzt... Rot muss laufen über die Zeit. Grün mache ich mir halt Sorgen. Grün ist halt das größte Problem, dass es da zu Verstopfungen kommen könnte, weil die einfach schon massiv krakelig und lang ist. Setz mal hier noch schnell den Lock ein. Aber eigentlich darf das nicht zu Problemen führen. Blau bauen wir auch ein kurzer, zumindest eine Station weniger. Also ich grün brauche ich jetzt noch eine dritte Lok gleich drauf, weil es wird niemals funktionieren. Kriegt sie auch gleich, würde ich sagen, sobald hier das mal ein bisschen weniger wird. Orange mit einer ist auch zu wenig. Oh. Also habe ich zwei drauf. Okay, easy. Ich glaube, fast jetzt kann ich schon umsetzen anfangen. Sonst füllt es mir blau zwei. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es reichen wird. Es kann nicht sein, dass diese Linie hier mit zwei Loks nicht klarkommt. Kann nicht sein. Alles andere sieht einigermaßen stabil aus. Das Sondersymbol wird von zwei angefahren. Das ist gut, glaube ich. Das auch. Die halt von einer, aber die ist wirklich relativ kurz hat in den Waggon. Ey, da schon wieder. Nehmen wir eine Linie oder jetzt nehme ich einen Anhänger. Man muss sich mal vorstellen, Orange ist einfach viel länger, von auch zwei, hier von auch zwei, und die hat schon Probleme. Okay, Grün wird auch schon eben auch gefüllter, dann bekommt die definitiv einen Anhänger. Dann habe ich zwei Loks noch zum Ausgleichen zur Verfügung, mal sehen, wo ich die dann einsetze. Also bei der Bahn sehe ich es eigentlich noch nicht so ganz ein, noch einen zusätzlichen Lok drauf zu bauen. Ja, Grün müssen wir eigentlich kürzen. Wenn ich den jetzt mache, habe ich viel zu viele Kreise im Stück. Das wird so hardcore aus dem Ruder laufen. Das kann nicht funktionieren. Seht ihr das? Viereck, lauter Vierecke, die bis hierhin müssen. Da wäre die Kreisbahn jetzt sinnvoll, aber das ist dann eine weite Distanz. Nicht. Pff.
angenommen, die läuft hier so rundum. Ja, wobei, eigentlich macht das schon Sinn. Dann kann ich nämlich grün auch ein bisschen entlasten. Ist grün wieder wesentlich kürzer geworden. Orange ist halt jetzt massiv mit dem Zeug, aber es könnte vielleicht funktionieren. Dreieck, 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 und dann da oben nur Kreise. Wieso? Naja, komm mal. Da haben wir irgendwie gerade massiven Stau auch. Ja, noch zwei Loks, das ist schon mal ganz angenehm. Die werden wir auch jetzt gleich einsetzen anfangen. Du rosa Linie mit deinen zwei Loks wirst du das jetzt wohl sofort regeln können. Grün, was ist da los? Grün will viel zu Viereck und Dreieck, okay. Grün ist halt schon kürzer. Müsste sich doch jetzt eigentlich auch wieder beruhigen demnächst. Okay, Orange ist auch noch stabil. Ah, grün. So, der Kreis da drüben ist noch störend. Wenn ich den halt so außen rumlaufen mache, wäre es kein Thema, aber dann ist halt das Sondersymbol nicht mehr drauf. Hat halt alles grün an der Backe, aber okay, das nächste Ungetüm wird blau, sehe ich auch schon kommen. Den ziehen sich so ausweiten. Gut, das geht noch. Ah, jetzt wird halt blau. Da habe ich zwei drauf. Ja, die, also blau braucht definitiv Verstärkung jetzt. Spätestens nach dieser Kreis-Action hier. Auch wieder vier Kreise am Stück, da drei Kreise, eigentlich auch wieder vier. So lange Bahnen können, glaube ich, nicht funktionieren. Die müssen einfach zum Kreis geschlossen werden. Also ich hätte ja eigentlich noch eine Brücke. Hä? Hey, komm. Das ist ein Witz. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Symbole drauf. 6 einfach Symbole und 2 Loks und es reicht nicht aus. Das kann irgendwo nicht sein, denke ich. Die sind auch komplett mit Sondersymbolen überfüllt. Ja, come on. Ja, es wird jetzt gleich zu Ende gehen, wenn ich das anschaue. Pagode Linie. Ja, eigentlich eine Linie. Ich muss blau entlasten. Es geht nicht anders. Weil das da unten ist ein Witz, das zu entlasten. Macht keinen Sinn. Jetzt überlege ich bloß wie. Ich lösche jetzt einfach mal die blaue komplett raus. Also, gut, das ist halt offensichtlich irgendwo, dass man das dann irgendwie so macht. Aber da könnte ich sogar das Dreieck noch draufpacken. So, und jetzt haben wir noch dieses neue, da dieses petroleumfarbene Gedings. Bitte, lass mich doch das jetzt einfach... Oh Gott. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ich kann doch das jetzt einfach da so rüber ums Eck bauen, oder nicht?
Also muss ich den halt so drauflegen, oder? Ja, gut. Wenn es euch glücklich macht. Der wird, glaube ich, wieder genügend zu tun haben. Ich überlege gerade, er braucht halt eigentlich schon ein Dreieck. Wo ist das nächstgelegene Dreieck? Hier eigentlich. Dass ich den noch da andocken lasse. Oder das Dreieck da. Ist auch ein Quatsch. Aber dann habe ich jetzt in zwei Richtungen Dreieck. Doch, das mache ich schon so. Und wieso habe ich jetzt aktuell keine Loks zur Verfügung? Okay, gut. Bekommt einfach mal dieses Rosa mit ihren 6 Stationen einfach eine dritte Lok, weil, ja. Jetzt kann ich da natürlich keine Lok greifen. Ach, Loch, Eskalation ist angesagt. Ja gut, jetzt habe ich hier noch ein paar. Gut, du bekommst gleich noch Unterstützung. Blau bekommt auch noch kurz Unterstützung. Eigentlich wollte ich jetzt den Lok für Rot noch hier nehmen, weil ich glaube, dass Rot auch oder Orange nicht mehr lange läuft. Also Rosa darf... Ne, ich sag's immer wieder, weil ich kann langfristig nicht mit 3 fahren. Das ist zu viel Verschwendung. Die Musik, völlige Eskalation und Panikmodus schon. Ist doch noch gar nicht so stressig, Leute, jetzt. Ja. Doch, ist schon. Das ist ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Also man... Was lerne ich daraus? 4 Kreise oder ja 4 Kreise am Stück. Ein No-Go. Da oben habe ich 5, ja, gibt es auch komplette Eskalation. Die wollen hier zum Krankenhaus. Ich müsste da eigentlich irgendwie eine Linie. Keine Ahnung, so und dann direkt zum Krankenhaus. Die alle schicken. Kreise wollen zum Krankenhaus. Die müssen von da oben irgendwie hier gelangen. Das schafft ja diese lange Linie nicht. Ja, Orange ist überfordert. Selbst Blau ist relativ clean. Ja gut, relativ clean ist es. Ja, die ist überfüllt. Hier haben wir nur Vierecke und Krankenhäuser drauf. Und ja, war eine schlechte Idee, da eine Kreisbahn zu bauen, muss ich jetzt einfach mal auch so sagen. Mein Fehler, hätte ich eher 2 Linien bauen müssen, von oben nach unten laufend. Irgendwie die so von mir aus und die dann irgendwie so runter. Habe ich schlecht gespielt, nur Kreise und hier die Dreiecke habe ich schlecht verbunden. Aber da jetzt noch nachzubessern, glaube ich, wird eh nichts mehr. An dieser Stelle lasse ich es mal durchlaufen. Ja, unten bei Rosa gibt es natürlich auch wieder Eskalation. 1394 Fahrgäste in 46 Tagen. Ja, das finde ich jetzt vollkommen in Ordnung, das Ergebnis. Also eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. Schauen wir doch mal. Ja, ist sogar ein neuer Rekord in Hongkong. Herausforderungen. Transportiere 200 Fahrgäste nach Hongkong. Habe ich geschafft. 200. Easy. Transportiere 1100 Fahrgäste nach Hongkong mit maximal 8 Stationen pro Linie. Die Herausforderungen sind teilweise echt seltsam. Hongkong, du gehörst zu den oberen 5%. Die oberen 5%, starke Leistung würde ich sagen, oder? QS-Faktor. Ist das dein Ernst? 360.000. Es kann nicht sein. Es muss halt, also, sorry, der Zweitbeste hat 90.000. Also gut, melde dich bei mir, weiß Bescheid. Ja, dann war's das mit der Folge Let's Play Mini Metro.
Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Einsteigen in Fahrtrichtung Spaß. Servus, macht es gut.